Herzlich willkommen, Kai, auf der Diner Summit 2017. Hallo Franziska. Ich freue mich auch, hier zu sein. Big Content is Data King. Real Time is Pre-Time. Ein Blick in die Kristallkugel. Content in 2030. Wie könnte es werden? Kristallkugel, das klingt spannend. Ja, das Kristallkugel macht natürlich Spaß und ist immer einfach gesagt. Man kann vieles sagen. Also was sollte Big Content is Data King sagen? Sollte zum einen sagen, dass man Daten und Content gewinnbringend zusammenbringen müssen, weil Daten steuert Content, Daten sagen uns, wo wir Content, bestimmten Content hinliefern müssen, zu welchen Leuten, wann ist es relevant. Aber wir können auch Daten generieren mit Content. Und das sollte dieser reißerische Titel sein. Wenn wir jetzt in die, was kann später noch passieren, wenn wir jetzt in die Kristallkugel gucken wollen, dann würde ich sagen, wir werden Content wesentlich automatisierter haben, wir werden Content modularer haben. Vielleicht, das ist jetzt auch polarisierend, aber vielleicht wird Content auch kreativer werden, weil wir ja aus dieser Datenmenge noch viel mehr Insights schöpfen können, die ein einziger Mensch vielleicht gar nicht haben kann. Und wir haben ja heute auch viel über AI gehört und gestern. Das ist natürlich auch ein Thema, wenn irgendwann auch Computer Layouts machen, finde ich das schon irgendwie auch dramatisch. Aber es ist so ein Weg, dass auch Algorithmen vielleicht mindestens bestimmte Elemente, kreative Ideen so zusammenstückeln oder Facetten einer Idee so gewinnbringend zusammenstückeln, dass daraus was Individuelles für einen Menschen Persönliches wird und eine Botschaft wird. Und vielleicht wird irgendwann auch diese Welt, die aus Daten generiert wird, so virtuell werden, dass wir sie nur noch über bestimmte Brillen oder später über Hologramme sehen. Und das ist dann wirklich datengeneriert und die Kreativität kommt dann auch aus diesen generierten Insights und daraus entsteht vielleicht ein tolles Bild, was man ja einfach dann herstellen kann. Man muss kein Bild mehr bauen, Bild mehr malen oder ein Produkt bauen, sondern das Bild ist virtuell, aber trotzdem irgendwie da. Dilla Social und Dynametrics, wie passt das zusammen? Erstmal würde ich sagen, passt das, weil es unterschiedliche Welten sind, gar nicht zusammen, wenn man so mal guckt, oh Gott, da sind vielleicht die Kreativen, die machen bunte Bilder und dann gibt es die, die sehr analytisch vorgehen, sehr starke Rechenleistung dahinter haben, Technologie haben und schauen, wie kann man noch den letzten Mittelprozent rausziehen, um doch noch eine Kampagne effizienter zu machen. Aber ich würde sagen, das passt, muss zusammenpassen, denn wir haben auch heute wieder gesehen, dass gute Kampagnen, die perfekt ausgesteuert sind, ja auch als Angriffspunkt, als Beginn der Kampagne ja auch Motive brauchen, Botschaften brauchen, nicht nur Informationen, die gestreut werden, sondern Botschaften, die relevant an einzelne Leute in Interaktionen gereicht werden und da braucht es natürlich auch Ideen dazu. Und wir sagen als Dilla Social, wir kreieren Markenerlebnisse mit den Botschaften. Wir wollen mit Content Marketing Erlebnisse schaffen. Und wenn ein Erlebnis auf einer Website oder im Newsletter einfach viel interaktiver ist, weil vielleicht doch das Motiv sich bewegt oder weil du das Device ist in der Hosentasche eigentlich, das Internet ist in der Hosentasche, weil es meistens mittlerweile das Handy ist. Wenn du das denn sozusagen noch bewegen kannst und der Ausschnitt, den du siehst und damit dass dein Erlebnis ändert sich, weil du es bestimmst, dann wird auch die Kampagne, bin ich mir hundertprozentig sicher, deutlich besser. In deinem Vortrag vorhin hast du gesagt, nur 7% der Konsumenten glauben, dass Marken ihr Leben positiv beeinflussen. Wie können Marken denn sich hier verbessern? Zunächst mal sollte diese Aussage polarisieren und das schmeckt auch nicht vielen. Ich will sagen, ich glaube ganz konkret an die Kraft der Marke und wir müssen in Marke denken. Neben aller Performance-Mechaniken müssen wir auch an die Kraft der Marke denken, denn Marken bieten Orientierung und Marken machen sozusagen dein Leben besser, müssen dein Leben besser machen, sonst brauchst du ja diese Marke oder dieses Produkt nicht kaufen. Und das wollte ich damit sagen und ich finde es dramatisch, ob es jetzt 7, 8 oder 60% sind, ist einfach dramatisch, dass es so wenig sind und diese Zahl muss nach oben gehen. Das müssen Leute einfach, also wir haben heute oder gestern war es, den Vortrag vom 1. FC Köln gehört und da gab es so die Aussage, wir denken nicht, das sind keine Kunden für uns, unsere Kunden sind Fans und ich finde, das muss auch eine Aussage sein, die für alle Marken gilt.
Jede Marke muss Fans generieren letztendlich. Die Kunden müssen noch einen Schritt weiter begeistert werden, dass sie wirklich auch Fans werden. Und so müssen wir denken. Und deswegen müssen wir einen Anspruch haben und eine Vision. Deswegen ist 7% viel zu wenig. Wir müssen, diese Zahl muss deutlich nach oben gehen. Und das können wir einmal, können wir die Leute erreichen, natürlich performanceorientiert. Aber wie erreichen wir sie? Mit tollen Botschaften, mit tollen Motiven, mit tollen Ideen. Und dann wird eine Marke geliebt. Und dann gibt es vielleicht auch ein Gesamtbild zum Produkt. Das Produkt muss natürlich auch stimmen. Und wenn das Produkt nicht stimmt, dann brauchst du auch nicht die beste Kommunikation machen. Das ist ein Zusammenspiel natürlich. Ja, das leuchtet ein. Vielen Dank, Kai. Danke.